Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Contrast. So, gut, jetzt soll ich mich mit Diddy bei der Bühne treffen, alles klar. Oh, na hoffentlich ist es hier, doch scheint spielbar zu sein. Okay, hier ist die Bühne und im letzten Part, um nochmal das zu resümieren, musste ich diesen Leuchtturm rauf. Ja, ich musste diesen schönen Leuchtturm rauf. Mit einem relativ komplizierten Rätsel und now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What our dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Okay, dann wollen wir ihr mal folgen. Ja, war eine schöne, gelungene Show mit dem Schattenspiel. Das muss man doch schon mal dazu sagen. Okay, gucken wir doch mal hier rauf. You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Also ich bin ja mal wirklich ganz grob gespannt, was da noch alles herauskommt bei dieser Geschichte hier. Ach ja, dieser schöne Leuchtturm im Hintergrund, ja. Dieser Leuchtturm hat dafür gesorgt, dass ich, naja, verzweifelt bin. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour, take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter.
would you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Didi. Oh. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? War das jetzt etwa schon das Spiel oder wie? Also wenn, dann wäre es ja relativ kurz gewesen. Aber es war genial. Also ich bin jetzt wirklich echt überfragt, aber wenn da der Erfolg aufploppte, dann muss ich es ja jetzt geschafft haben. Aber schön ist ja zu wissen, dass, naja, dass es doch jetzt ein schönes Ende gefunden hat, dass die Eltern sozusagen doch wieder, naja, nicht die Eltern, aber die beiden wieder zusammengekommen sind und ihr leiblicher Vater, also Vincenzo, sie jetzt auf Welttournee mitnimmt und dass dann doch alles geglückt ist. Das, ja, das hat es auf jeden Fall in sich und da hat es sich ja wirklich gelohnt, das Projekt jetzt einfach mal durchzuballern. Also in dem Sinne, da ich das jetzt jeden Tag hochgeladen habe, für euch, auch wenn ich erkältet bin, habe ich mich daran gesetzt. Wirklich für euch, weil das ja wirklich so schön ankommt. Und natürlich, es wiederholen sich die Rätsel, weil das halt immer mit Licht und Schatten in einer Kombination steht. Aber ich finde das genial. Wobei ich sagen muss, ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass es relativ kurz wird, weil ich es ja vorher, also per Pre-Order gekauft habe. Und da konnte man sich das Handbuch schon mal ansehen. Und im Handbuch waren halt nicht so viele, Locations, also Ortschaften, oder besser gesagt Orte. Deswegen ist das vielleicht ein ganz großer Kritikpunkt, dass das Spiel relativ kurz ist. Das muss ich halt auch dazu sagen. Jedoch, also ich habe dafür 15€ bezahlt. Und ich finde, es hat sich trotzdem gelohnt, weil diese Einfälle doch sehr genial sind. Also einfach so, wie es gemacht ist, diese Erzählung von Licht und Schatten und auch diese Verknüpfung dessen, dass du ja in einer normalen Lichtwelt, in Anführungsstrichen, sozusagen ja ein 3D-Abenteuer hast und dich dann über Schattenrätsel in einer zweiten Dimension, also in 2D bewegst, finde ich es schon sehr gut gemacht. Und dass das Spiel auf meinem Rechner ganz gut läuft, finde ich auch schön. Na gut, mein Rechner ist seit gestern an, deswegen waren die Ruckeinlagen in diesem Part wahrscheinlich auch zu verschmerzen. Ich bin froh, dass mein Controller überhaupt erkannt wurde, aber ja, was gibt es noch Schönes zu sagen? Also, wie es erzählt wird, dieser ganze Stil, wie es aufgemacht ist im 1920er-Jahresstil, finde ich, kommt sehr gut rüber. Und ich kann, wie gesagt, bis auf die Dauer nichts Negatives sagen. Okay, es gibt Position, wo man mal hängen bleibt oder da hakt mal die Steuerung. Gut, ja, das kann passieren. Aber das war dann auch ein relativ kurzes Projekt, muss ich sagen. Und naja, zum Zeitpunkt, als ich das angefangen habe, da gab es noch gar nicht so viele Let's Plays davon. Das hat sich jetzt natürlich auch wieder angehäuft. Ist ja klar, bei so einer großen Let's Playerschaft, dass dann irgendwann mehrere Leute das auch spielen. Ganz klar. Und ich bin erstmal ganz schön beeindruckt, wie viele Leute hier doch dran mitgewirkt haben. Ja, da bin ich wirklich erstaunt. Also, das ist ja wirklich ein sehr kurzes Spiel. Also, wenn man jetzt alles auswendig kennt, dann kann ich mir vorstellen, dass man das in nicht mal 2 Stunden durch hat. Das erinnert mich gerade daran, es gab ja noch ein anderes Projekt von mir, was relativ kurz war. Das war das Projekt Mirror's Edge. Das war ja auch relativ kurz und wenn man das dann auch auswendig kennt, ist man da natürlich auch schneller durch, als ich es war. Das ist wie gesagt schade, dass man hier wirklich sehr, sehr schnell durch ist, aber das hatte ich ja schon gesagt. Ansonsten, wie gesagt, von der Aufmachung her, ein sehr, sehr schönes Spiel. Die musikalische Untermalung und das Lied, was man ja auch gerade im Hintergrund hört, sehr, sehr schön. Also das auch in diesen Stil rüberzubringen, ist schon eine ganz gute Leistung. Das haben wir hier nachhergestellt mit den finanziellen Unterstützungen des Canadian Media Fund.
Ah, okay, deswegen CMF. Na, ich bin gespannt. Also war es das jetzt wirklich schon oder? Mal gucken, was da jetzt kommt. Wird erstmal geladen, okay. Ah, okay, dann war es das wirklich schon gewesen für dieses Spiel. Da habe ich ja sozusagen kurz vorm Ende Schluss gemacht. Entschuldigt, wie gesagt, ich bin ja immer noch erkältet. Achso, und jetzt kann ich hier die ganzen Kapitel wählen. Unsichtbare Freundin, okay. Von allen, was? Kaschemmen der Welt? Lese ich das hier richtig? Das Wort kenne ich gar nicht. Die Zauberer, die üblichen Verdächtigen, die Probleme von drei kleinen Menschen, Teil 1, dann gibt es hier noch Teil 2, die Rückkehr des verlorenen Kindes, hä? All die schönen Pferde, entfesselte Helden, der Geist aus der Wüstentiefe, der Stoff, aus dem doch aus dem die Träume sind. Ein Auge zudrücken. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ja. Uns bleibt immer noch Paris. Ach so, soll es da vielleicht angehaucht sein? Okay. Ach so, das wollte ich doch jetzt gar nicht starten. Ups. Hier muss ich doch mal wieder raus. Aber ja, das war, wie gesagt, dann ein wirklich sehr, sehr kurzes Projekt von mir. Was ich ja so auch nicht schlimm finde. Ja, ich stehe hier. Uns bleibt immer noch Paris, genau. Aber das möchte ich ja jetzt hier verlassen. Ja, das kann jetzt ruhig hier angeblich verloren gehen. Da können wir mal gucken, ob wir hier noch die Sammelobjekte einsehen können. Einstellungen. Ach, hier, Sammelobjekte. Naja, viele habe ich gefunden, aber nicht alle. Na gut. Ja, aber anhand der Sammelobjekte konnte man ja auch schon sehen, dass es gen Ende zugeht. Okay, ja, da will ich hier nicht länger um den heißen Brei reden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses leider viel zu kurze Projekt gefallen hat. Und wir werden uns ja bei zukünftigen oder bei laufenden Projekten wiedersehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich für euer Interesse und das Spiel hat mir auch Spaß gemacht, mich da jeden Tag ranzusetzen, um Aufnahmen zu starten. Und ja, vielen Dank. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas mit The Francine, dem durchgeknallten, verrücktesten, ach was auch immer, Let's Player. Also bis dahin, euer The Francine.